Sauerstoff. Ja, ich bin gleich zu Hause. Aber das ist scheiße, weil da, wo Manuel jetzt ist, da ist mein Köfferchen, ne? Ich weiß gar nicht, ob der auf der Karte angezeigt wird. Glaube nicht. Ja, wenn ihr irgendwann mal eine blaue Kiste findet, wo all möglichen Zeug drin ist. Was war da alles drin? Ja, müssen wir mal suchen bei Zeiten. Ich würde sagen, das machen wir gleich. Ich bin zu Hause. warte mal, ich habe alles im Inventar. Ja, hast du? Ja, tatsächlich, ja, okay, dann. Okay. Hä, aber wieso? Aber du hast es doch gar nicht eingestellt, dass man das... Nee. Ja, das ist alles. Sieht man ja auch. Also, ja, ist doch gut, ich meine. Hä, wieso habe ich denn alles im Inventar? Also man verliert, glaube ich, ein bisschen was in der Kiste. Warnung, Bewässerung, geh mir nicht auf den Sack, ey. Mama, bist du auch zu Hause? Ja. Gut. So, zack. Ich tue mich mal gerade entleeren, weil ich habe nämlich da hinten noch 5 Iridium gefunden, die da auf dem Weg rumlagen. Ja, dann waren es die, die ich vorhin noch nicht finden konnte. Aha. Dünger habe ich. Also Pflanzen haben wir ja bald auch ein Problem irgendwie. Das ist echt toll, ey. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die gerade gesehen habe. Das ist witzig. Wie soll ich denn jetzt die rosane Pflanze da unten kriegen? Ah, hier liegen sie. Ah, nicht zu fassen. Ja. Manu? Ja? Ich habe eine 600 da, wo soll ich die hin tun? Die Tarn haben wir recht wenig. Ich die mit hinten, wo die Algen sind. Oder hier in den. Bitte schön. Ja, die helfen uns auf jeden Fall. Packen wir mal so lange hier mit rein. Jetzt hab ich auch noch Samen. Wir haben so viel. Samen haben wir jetzt mittlerweile echt so viel, ne? Krass. Auch schon zu, ne? Voll, ne? Ja. Voll. Ich schmetel halt aus, was ich da getan habe. Ja, auf jeden Fall oben tut sich was, ne? 60,93, also. 19. Geht auf jeden Fall voran. Aber es geht nicht höher, der Sauerstoff, ne? Sauerstoff, ich mach mal den. Ja, es ist nicht, geht nicht höher. Das ist ja voll. 19. Ja, wie sollen wir denn da so viel zusammenkriegen? Och, das passiert einfach. Das kommt. Keine Sorge. Ja. Dauert, aber es passiert. Ich muss mal gucken, warte mal. Ich geh mal gucken, weil hier an dem... Oder du kannst auch mal mitkommen, zeig ich dir das mal. Ja. Wenn du möchtest. Ja. Komm mal zum Biolabor. Biolabor, ja. Pass auf. Wenn du jetzt hier auf die Tafel mal drauf guckst. Ja. Dann siehst du da oben bei Biomasse die Pflanzenrakete. Die brauchen wir, weil wenn wir die haben, dann... Und aber die 175 ist, Kilo, ne? Naja, guck mal, da oben die Biomasse, die läuft ziemlich schnell. Ach da, ja, das? Okay. Du könntest, ja, rein theoretisch, könntest du, wenn du willst, noch einen Blumensteuer machen. Dann setzen wir noch eine ein und dann können wir das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, weil Biomasse ist Pflanzen und so weiter. Das gehört alles dazu. Und wenn wir die Pflanzenrakete haben, da tut sich einiges, weil die hat einen Sauerstoffbooster, ich glaube, von 1200, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall hoch. Richtig hoch. Also... Weil wir haben noch einen goldenen Samen jetzt hier wieder drin.
Den könnten wir dann mal da rein tun. Jo. Wieso ist das eigentlich so düster, Chris? Nacht. Und Dünger hatte ich doch hinten reingetan. Ne? Mal ein paar Iridiumstäbe. Ja. Ich habe vorher das irgendwie letztes Mal mit Uran schon gemacht gehabt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, und welche Blume willst du jetzt da reinmachen? Guck mal hinten beim Bio-Labor. Da ist der goldene Samen. In die Sprühblume. Du musst hinten, da wo die Algen drin sind, da ist irgendwo eine. Die muss in die Sprühblume, in den Sprüher rein. Ja, das, genau. Haben wir denn noch genug Strom und so? Kann man dann feststellen. Ja. Komm, wir können ja eigentlich hier vorne schon einen hinstellen, ne? Umverteiler. So. Ja, mal. Dann den goldenen Samen rein. Genau. Weil der hat wirklich 600 und das ist schon nicht schlecht. Und wenn wir nachher Bäume machen können, dann machen wir daraus schöne Bäume. Ja, cool. Und das geht ruckzuck. Und dann können wir die Pflanzenrakete machen. Und dann ballern wir mal zwei Stück davon hoch und dann tut sich was. Das ist mal Lavi ihre Lieblingsbeschäftigung. Raketen hochjagen. Ah, die ist noch zu. Alle. So. Jetzt haben wir schon 1954. Ja, das geht wirklich dann auch schnell. So. Oh, hoppla, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Warte mal, und dann war das da hinten, muss ich gucken, ne? War das hier gucken? Nee, genau, hier nicht. Wenn du wissen willst, Nein. Jetzt waren die Pflanzenrakete, ein weiter. Ja. Da hinten durch. Genau. Okay, 113, das geht aber wirklich jetzt schnell. Ja, ne? das geht dann wirklich schnell. Adrena, möchtest du wissen, wo der Schlüssel als nächstes passt? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Das behalten wir noch für dich, Sir Fuchs. Noch nicht. Das ist lieb gemeint, aber nein, noch nicht. So. Ich bleib jetzt hier stehen, bis hier 175 steht, ne? So, dann müssen wir mal. Ihr könnt in der Zeit machen, was ihr wollt. Ich mach das jetzt dann. Ja, ich sammle schon mal was. Ja, nahrungssüchtig. Die erste Pflanzenrakete willst du ja wahrscheinlich hochschießen, ne? Da werde ich schon mal was du dafür brauchst, das werde ich dir jetzt schon mal hier reintun. Was packe ich dir jetzt hier rein? Also du brauchst nicht alle. Warte mal, du brauchst. Ich habe jetzt eine Kiste gefunden, aber ich weiß nicht, ob das die war, die Andrina verloren hatte. Maybe möglich ist alles. Was ist denn drin? Ein Osmium-Superlegierung, zweimal Auberginensamen, zwei Uran. Maybe ja. Ja. Das würde ich sagen, ha? Klingt nach mir. Hab ich gefunden. Möglich wär's. Bringen Sie mit. Du kannst ja schon mal so ein Triebwerk schnappen. Also das kannst du dir auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Das ist so ein Raketentriebwerk da. Andrina? Lavi, warte! Wieso? Hier. Komm zurück! Ach! Das zehnte ist, hast du das dann? Da lag da. Da hab ich das hingelegt. Hier. Ah ja, okay. Was soll ich machen, Manu? Ein Raketentriebwerk. Hier schnappen. Dass du eine Pflanzenrakete nachher dann mal hochschießt. Ja. Aber ist ja noch nicht so weit, ne? Also was ich weiß, was du brauchst, ist auf jeden Fall einen Baum, eine Baumrinde und einen
Hier das grüne Zeugs da, das Grasgedöns. Ich weiß nicht, wie das heißt. Larima-Samen meinst du? Ja, das brauchst du auch. Du brauchst noch irgendwas, aber das ist mir gerade entfallen. Oh ja, Lavi! Ah, ja, ah, das ist Medizine. Das ist viel schöner als das, was ich gemacht habe. Ja, aber leider, das passt irgendwie nicht. Ach doch, warte. Das und das. So. Sie. Nein! Das gefällt mir nicht. Silizium. Ups, Strom weg. Mal sehen, wie lange Akku und Internet noch durchhalten. Och, was jetzt? Okay. Das ist ja übel. Oh, bei Proxima auch. Och, ja, Gott. Passieren kann. Also hier hat es gehalten, Gott sei Dank. Also. Und hier so ein bisschen grummelt es immer noch. Oder? So, jetzt, achso, ich wollte gucken, was Lavi da baut. Oh, das ist so schön. So, jetzt passt's. Ja, guckt mal, Leute. Symmetrisch muss das sein. Das ist schöner als das, was ich da gebaut habe. Ja, cool. Das ist cool, das freut mich. Hm. So. Falls man passender Bedarf an diesen Dingern hat, kann man sie einfach greifen. Ja. So, aber ich kann leider nicht sehen, was ich dafür brauche. Was? Für die Pflanzenrakete. Bauen? Also das ist schon fast alles, was ich dir jetzt da gesagt habe. Ich glaube, da fehlt eventuell noch Superlegierung oder so. Aber großartig... Das hast du jetzt hier alles in diesen Pflanzenschrank gemacht. Ja, ja. Also ich mache das Raketentriebwerk damit rein. Achso, ist die noch nicht freigeschaltet? Nein. Achso. Aber gleich, ne? Aber gleich, okay. Dauert noch 55. Weile. Ja, wir haben ja jetzt noch einen Streuer hingebaut. Jetzt geht das ein klein wenig fixer. Kraft. Ja. Kommt Strom oder kommen jetzt Kometen? Das klingt. Wie viele Schränke machen wir? Möchte ich ganz kurz wissen. Das ist Sturm. Drei oder vier? Ja, wir haben bei dem einen haben wir ein bisschen mehr, glaube ich, ne? Weil, ich sag's mal so, Eisen ist voll. Ja, ja, deswegen. Mach mal ruhig vierten, ist egal. Okay. Vier geht wohl. Guck mal, bei Iridium sind auch vier. Bin ich froh, wenn die anderen Dinger kommen. Oh. Ja, das dauert noch echt lange. Ja, leider. Leider. Mhm. Aber das Wasser ist jetzt schon recht hoch, also. Welche? Die Nahrungsmittelzüchter kosten nicht so viel. Aber die kosten Strom, ne? Das macht doch nichts. Ja, da können wir immer wieder so ein Kraftwerk. Ich würde gerne noch welche machen. Mhm. Weil Samen haben wir echt genug. Auch ja, mach ruhig. Mach, weil wir haben auch 500 übrig. Und Strom. Ja, mach ruhig, weil die Auberginen, da können wir immer schön Dünger draus machen. Weil zur Nahrung sind die Dinger sowieso kacke auf dem Deutsch. Soll ich dann mal ein bisschen Verschießpulver sorgen, falls wir noch was brauchen zum Aufbauen? Ja, klar. Ja, nur im Moment mit dem Schwefel, weil wir den auch für den Dünger brauchen. Ich glaube, dafür brauchst du nämlich auch Schwefel. Mhm. Müssen wir mal gucken. Einen. Wir brauchen eher Dünger, oder? Ja, im Moment eher Dünger noch. Ja. So. Ich hol mal Algen. Oh. Ja. Vielleicht sind ja wieder welche. Bestimmt. Nur ganz vorne nicht, glaube ich. Den ersten, den hatte ich vorhin. Aber die anderen müssten eigentlich wieder haben. Was ist das? Weißt du, wo Schwefel war? Ach,
Bewässerung stimmt auch schon wieder nicht, ey. Ist doch echt nicht mehr schön hier. Bewässerung, das ist echt so schräg, ey. Jetzt 4 Stück gebaut, das heißt 2 Aubergine, 2 Kürbis, nee. Bohnen sind, wie gesagt, Bohnen sind am allerbesten. Bohnen. Und Aubergine, dieses eigentlich, die brauchen wir hauptsächlich für Dünger. Weil, wie gesagt, zum Essen sind die einfach kacke, die Dinger. Und die Pilze sind auch nicht gut, oder was? Die Pilze, die sind eigentlich hauptsächlich für Plastik. Weil Pilze... Ein Silizium und 2 Wasser ist ein Plastik. Dafür brauchen wir die hauptsächlich. Brauchen wir nachher auch mehrere von auf jeden Fall. Aber so. Eigentlich erst die jetzt nicht unbedingt sofort. Weil ich denke, dass wir mit Essen, da ist es ja wirklich. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Das dauert leider echt noch, bis das. Deswegen, ich tue jetzt gerade mal Ernten hier und habe jetzt neue noch mit angepflanzt. So, ich habe jetzt den Schrank. So. Ah, okay. Gut gefüllt. Da sind ja die Sachen für die Pflanzenrakete drin, oder? Das Triebwerk? Mhm. Okay. Gut. Ich hoffe ja, dass wir die noch irgendwie gucken. Wie weit sind wir denn? Schauen, ja. 20, ja, braucht man ein bisschen. Jetzt sind wir da in falscher Erfahrung. Nahrungszüchter 2. Ja, stimmt, der spielt da auch noch. Nahrungszüchter 2 haben können wir auch noch nicht, ne? Nee. Der kommt erst. Ja, ich glaube. Da kommt erst die Pflanzenrakete, dann kommt erst Blumenstreuer 2. Und dann kommt erst der Pflanzenzüchter 2. Boah, Alter. Ja, aber man muss echt warten jetzt hier die ganze Zeit, ne? Was sagt ich meine, es steigt schnell nach oben, ne? Aber es ist halt. Ja. Vor der Haustür. Lass mich verarschen. Vor der Haustür! Du stirbst nicht vor der Haustür. Vor der Haustür. Vor der Haustür ist scheiße. Ah, sieht schön aus mit den Blümchen hier, ne? Ja, das sieht schön aus. Im Blumenfeld. Diese ganzen Wracks, die jetzt hier um uns herum sind, haben wir die alle schon gelootet? Nein. Lass mal so, Schwefelkiste ist voll. Oh, cool. Ja. Ich war gerade mal. Da hinten in dem waren wir ja auch noch nicht drin. Weiß ich. Können wir ja mal was. Was war jetzt da, was schräg gegenüber von der Superlegierungshöhle ist. Müssen wir uns für nächste Woche aufheben. Ja, aufschreiben. Da komme ich nicht mehr durch. So, was haben? Ja, aber so ist das schon mal, sind wir schon mal gut dabei. Ja, wir können jetzt, ich weiß nicht, wir können natürlich auch noch 2 Blumenstreuer, was weiß ich, aufstellen. Weil von diesen goldenen Samen haben wir hier hinten noch genug drin, ne? Stört darin platzierte Gegenstände. Was? Schreddermaschine. Ja, die würde ich mal. Die ist auch nicht schlecht. Oder die Recycler, der. Der Recycler ist besser. Ja, aber Recycler haben wir den schon? Wir können den machen. Den können wir schon machen, ja. Ich dachte, wir hätten sogar schon einen.
Noch nicht? Nein, nee, soll ich den mal machen? Ja, mach den mal. Ja. Der ist wirklich gut. Ich brauche dafür diese zwei Chips zum Zerlegen. Dazu brauche ich Silizium, Magnesium. Das wird ja jetzt wieder lustig. Silizium, Magnesium. Wieso stehen hier mal keine Namen dran? Iri! Ja. Was? Es ist zwar 22 Uhr, aber ich muss mal ganz kurz für kleine Mädels. Tut mir leid, ich bin sofort wieder da. Silizium. Es ist schon 22 Uhr. Ja. Mama mia. So. Jetzt mache ich zwei dieser Chips, ne? So. Und dann mache ich heftig das jetzt hier mal ran. Legierung. So. Und wo soll ich den hinstellen? Wo hättet ihr den denn gerne? Ich würde sagen, hier unten irgendwo. Ja, ich bin hier unten. Was haltet ihr von diesem freien Abteil hier? Ja. Zum Beispiel da an die Wand, genau. Jawohl. Tada! Es zerlegt tatsächlich. Gute Nacht, lieber Jason. Ich wünsche dir eine super Nacht. Damit können wir unsere Iridium und Uranstäbe wieder in. Genau. Zerlegen, ne? Und morgen dann natürlich einen guten Rutsch ins Wochenende. So, dann bin ich wieder. Ja. Ich hab sie gebaut. Ja, klasse. Super. So. Ich glaube. Das ist cool. Komme, ich eile, ich fliege, ich hetze. Das ist so geil. Das ist einfach nur cool, ey. Och, jetzt habe ich Hunger. Das ist ja nicht wahr jetzt. So. Ja, wir haben heute viel geschafft, würde ich sagen. Zwei Tote haben wir zu verzeichnen. Nicht wahr, Miri? Haben volles Inventar? Ja. Immer noch? Ja. Einlagekiste, könnte ich dir empfehlen. Würde ich tun. Die Tanzbären, naja. Sind Bären rosa? Ich war orange, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall nochmal eine Sicherung mit nach Hause gebracht wohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also wir haben viel geschafft, viel gesehen. Ich habe tatsächlich den ein oder anderen Dings freigeschalten als Errungenschaft. Ja, nächstes Mal wollen wir unbedingt die Baumrakete losschicken, die Pflanzrakete. Ja, das schaffen wir auch. Ich finde diese Regalteile dahinter euch echt wahnsinnig schick, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das, ja, gefällt mir. Wie viel Vitrinen können wir davon aufstellen? Ganz viele. Ja, so viel wie wir wollen, aber wir müssen sie füllen. Das sind jetzt alle Trophäen, die wir haben.
Ja, ja, wir werden noch welche weitere finden, denke ich mal. Ich denke alles schon. Mögliche, ja, ja. Wir können nachher ganz und die werden auch nicht liegen gelassen, die werden mitgenommen. Das ist so wertvoll wie Legierung, so wertvoll wie mein Leben. Okay, ich bin gestorben heute, sagt nichts aus. Vielen Dank, ihr drei, für den schönen Abend. Für das, was ich alles sehen durfte. Ich habe immer keine Ahnung, deswegen solltet ihr mich immer nie um Rat fragen. Eher frage ich euch. Ihr drei seid die, wo wisst. Mal wenn man bedenkt, dass Manu tatsächlich ja schon mit dem ganzen Spiel komplett durch ist, inklusive Tiere. Ja. Mit allem drum und dran. Von daher, ihr beide spielt auch fleißig. Ja, ich nicht. Ich mach's tatsächlich nicht. Überhaupt nicht. Nein, möchte ich nicht. Ich lasse mir das alles zeigen und lasse mir das alles... Ja, ist doch auch in Ordnung. Im Stream, ihr seht dann auch die ganzen Errungenschaften. Daran seht ihr, dass ich tatsächlich nicht nebenbei spiele oder sonst irgendwas. Ihr erlebt mit mir die Errungenschaften. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, Arena. Tschüss.